herzlich willkommen zum nächsten Rennen in der zweiten Saison mit Varuna Racing. Diesmal zuerst im Schwarzen Meer Grand Prix. Das heißt, das hat sich verändert. Wir fahren wieder zweimal in München, einmal in Dubai, zweimal in Mailand, einmal in England, zweimal im Schwarzen Meer und einmal in Belgien und einmal in Tondela. Also in Reifenabnutzung sehr hoch. Spritverbrauch niedrig. Da starten wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Und ich sage immer noch dieses Wort. So. Getriebe, Aufhängung verbessern wir mal. Und das Getriebe auch. Jetzt müssen wir mal gucken mit den Teilen. Ich hätte gern Anthony, dass er das bessere Auto kriegt. Aber ich muss das natürlich ein bisschen so verpacken, als wäre das gleichberechtigt. So, da sind beide zufrieden. Ja, ist für das Klima im Rennen auf jeden Fall oder in der Mannschaft, im Team viel besser. Kurze Schlückchen Kaffee geschlürft. So, dann gucken wir mal, was das erste Jahr, das erste Rennen so bereithält. Zehn Runden hebt der rote Satz bei dem hier immer noch 8. Also Anthony verbraucht einfach viel zu viel Reifen. So, und los geht's. Wir haben ein paar Regeländerungen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was die beinhalten. Ich glaube, doch nachtanken dürfen wir noch. Qualifying gibt es nicht, oder doch? Ich glaube nicht. Oh, wir fahren eine andere Strecke am Schwarzen Meer. Normal sind wir da nach oben abgebogen. Lassen Sie diesmal einfach mal gleich eine schnelle Runde fahren. Normal sind wir immer da oben rumgefahren. Gomez schafft eine pinke Zwischenzeit, aber nur kurzzeitig. Jons Dottirer. Ja, Gomez 3 Sekunden langsamer. Weiß nicht, was ich machen soll. Renntrim Stufe 1. Ach so, haben wir jetzt. Bam, bam, bam. Ich glaube, er kriegt ein bisschen mehr Top Speed. Und was braucht Anthony? Da mal ein bisschen weniger Abtrieb. Nicht viel rumgemacht.
aber dafür hoffentlich erfolgreich. Wir müssen gucken, dass wir diese Saison genug Teile entwickeln, um nach vorne zu kommen, damit unser Einkommen steigt. Und wenn wir gleich am Anfang einen Haufen Minus machen, dann wird es schlecht für uns sein am Saisonende. Ja, ihr kommt einfach nochmal rein und dann gucken wir nochmal und dann dürft ihr wieder springen, Kinder. Anthony habe ich nämlich wieder vergeigt. Und er will er wirklich weniger? Ich glaube nicht. Ich glaube es einfach nicht. So, 6 Runden, neuer Reifensatz. Dreißig Runden müssen wir hier fahren, ich glaube, dann machen wir den gelben Satz hier. Und da sind wir mit 98% eigentlich schon wieder relativ gut beisammen. Dann machen wir auch mal den Satz. Ich glaube nämlich, wenn es kalt ist, dann ist der härtere Satz besser. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber so ist mein Gefühl. Wenn ihr das wisst oder wenn ihr da irgendwelche Tipps habt wegen den Reifen, schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Anthony ist auf jeden Fall über das Fahrverhalten glücklich. Und ich muss sagen, es ist auch wirklich von der Zeit her deutlich besser. 2 Sekunden fast. Und sie fahren auf Augenhöhe, so wie es auch in der letzten Saison schon war. Verbesserung gab es keine mehr, aber 12 und 15 ist schon mal gut. Und wir starten im Mittelfeld, glaube ich. Pink, pink, pink. So, Treibstoffmenge 12 Runden, Reifen hält 14 Runden. 10 Runden müssen wir packen. So, wir müssen einfach auf dem schlechteren Satz starten, das ist so. Ein lauter Gewusel hier. Im Training sind wir definitiv schlechter geworden. Beschleunigung, klar.
grottenschlecht. Wäre wohl doch der reiche Satz besser gewesen. Zwölf und zwölf sind 24. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Das von Gomez ist eigentlich sehr cool, dass der rote Balken hier wegfällt. Dadurch hat er eigentlich nicht 30 oder 40% Teile, sondern, also so wie hier jetzt, nicht 40%, nach 20% ist schon Feierabend. Er kann wirklich alles komplett ausschöpfen. Das machen wir mal ein bisschen langsamer. Zumindest was die was den Motormodi angeht. Schon eine Boxen stoppen? Nein. Nein, du fährst weiterhin deine Runde. Gomez muss eine Runde früher stoppen. Ja, Anthony. Zehn Runden. Macht es halt Sinn, weißt du? Hier eine Sekunde zu sparen, das bist du doch mit dem Treibstoff locker schneller, weißt, wenn du Vollgas geben kannst. Ist doch viel besser. So, Anthony kann wieder Vollgas geben. Jetzt hoffe ich mal, dass beim Gomez seinem Stop alles gut geht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ärgert mich jedes Mal, wenn da irgendwas schief geht. Anthony ist auf 12 vorgefahren. Und der Spitzenreiter wird durchgereicht. Hatte ganz nach hinten. Eieiei, das tut weh. Das tut wirklich weh. Von ganz vorn, ganz nach hinten.
Internet hat Probleme. Ups, mein Motor. Beide haben Motorprobleme. Ach Mann. Was kostet das? 17 Sekunden. Reparieren. Oh Mann. Das ist doch zum Fuchsteufelswild werden. Mann, Mann, Mann. Jetzt weiß ich auch, weshalb die anderen wieder so lange in der Box gestanden sind. Anthony wird halt repariert und repariert und repariert und repariert. Und wenigstens läuft alles glatt. So, aber Vollgas darf er mit den Reifen nicht geben. Das ist ärgerlich, aber Gomez muss auch gleich an die Box wegen Motor. Den setzt man dann auch auf die roten. Treibstoff. Wie lange heben die roten? 10 heben die bei denen. Dann kriegt er einen vollen Tank. Ah ja, Anthony, Anthony. Tank ist, Reifen gewechselt auch. Jetzt geht drüben noch gut. Ja, musste sein, musste sein. Und ihr müsst euch vor allem wieder zurückrunden, das tut natürlich auch weh. Elf Runden noch. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht, das. Ich weiß es nicht. Ich lasse ihn mal draußen mit der Strategie. Und vielleicht kriegt er das hin. Strategie hier zum Kollegen durchlassen. Nein. Vielleicht kriegt er es mit einer konservativen Fahrweise wirklich hin. Aber auch das Benzin muss er sich gut einteilen. Es sind jetzt noch 9 Runden.
Titanic gibt halt einfach zu früh auf. Wenn die anderen jetzt natürlich auch irgendwas wechseln müssen, dann kommen wir wieder ein bisschen nach vorne. Sieben Runden, wie viele Runden sind es denn noch? Sieben? Ja, das darf uns nicht passieren. Wir dürfen nicht ausfallen. Ah, ich habe den Boxenstopp verpeilt. Der scheidet aus mit dem. Meine Herren. Hey, dass mir das zweimal nacheinander passiert, das gibt's doch nicht. Vier Runden reichen die Reifen. Fünf Runden. Anthony darf jetzt Vollgas geben, aber ich glaube nicht, dass es das noch, dass es noch irgendwas bringt. Das mit Gomez wird auch heikel. Wir haben noch 9 Sekunden Vorsprung. Ups. Anthony kommt zwar an seinen Vordermann noch ein bisschen ran. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt rutschen alle noch einen Platz nach vorn. Und es kann sein. Na, guck mal, der hat auch Probleme. Der auch. Melo nicht. Sabato auch nicht. Letzte Runde? Nee, noch nicht. Der hat die 16 direkt vor der Nase. Jetzt! Und Gomez schafft es mit null Treibstoff über die Ziellinie. Warum ist der noch? Warum ist der jetzt 9. Hä? Warum ist der noch nicht im Ziel als 4.? Warum war der 4. nicht im Ziel, aber der 9.? Schade. Aber es lief eigentlich ganz gut. Fürs erste Rennen. Der Stint war halt ein bisschen kurz. Und für Anthony, der ein Stint mehr gemacht hat, war es eigentlich auch gut. Barona Racing auf dem 7. Platz. So, mal gucken, ob unsere Fahrer jetzt eine Veränderung kriegen. Immer noch nicht. Schade. Und wir machen halt weiter unsere Minus.
Du musst hier in dieser Liga, musst du gewinnen, um Kohle zu verdienen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich aufsteige. So, was machen wir denn? Stimmt ja. Nee, der Motor ist... Wir brauchen Höchstgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Auto ist nicht repariert, dann warten wir mal kurz. Bock auf Interview habe ich gerade nicht. Dann weiter. Der Motor hat eine Zuverlässigkeit von 50% und ich würde sagen, den kriegt Gomez diesmal. So, jetzt hat eigentlich. Ach so, nee. So rum. Jetzt hat Gomez das deutlich bessere Auto. Und wenn wir jetzt den Motor tauschen, dann sind sie wieder zufrieden. Dann machen wir das einfach so. So, nächste Rubrik in 20 Tagen in München. Arbeiten abgeschlossen. Das war Verbesserung am Wagen. Und zwar was die Leistung betrifft. Es leidet zwar die Konstanz darunter, aber wir machen da weiter. Der neue Motor wird natürlich auch noch mal kommen vor dem nächsten Rennen. Das ist auch gut. Dadurch wird unser Wagen besser. Und wir haben sogar noch ein bisschen Geld, um noch mal eine Entwicklung zu starten. Es kostet halt alles einen Haufen Kohle, die wir eigentlich gar nicht haben. Und das ist schlecht. Also, wenn der ein besseres Fahrzeug kriegt, dann sei doch zufrieden. Wobei ich das gar nicht so sehe, weil... Das ist doch ein besserer Motor wie der untere. Soll ich dem den schlechten Motor geben, damit du zufrieden bist? Hallo? Hast du irgendwie den Knall nicht gehört? Glaube ich gerade ein Getriebe, oder? Können wir das mal lassen und dafür auf die Bremsen gehen. So. Ich bedanke mich an diesem Punkt bei euch fürs Zuschauen. Das nächste Rennen ist, wie ihr gerade gesehen habt, in München.
Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.